Also wir haben die E-Mail-Adresse bernd.hockele@mdccfun.de. Ich dachte, ihr seht das da nicht aus Sicherheitsgründen. Das sind aber komische Sicherheitsgründe, wenn man es dann doch sehen kann. Ich habe Ihnen die Nummer gegeben. Ja, aber die stimmt ja nicht. Hab ja gerade bei der BaFin eingegeben. Die stimmt. Naja, aber wenn mir die BaFin jetzt gerade selbst sagt, nein, die Nummer existiert nicht, dann ist die Nummer wohl falsch. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Märchenvideo. Ja, ich heiße auch alle neuen Kanalmitglieder herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Hier geht's jede Menge oder jeden Tag um jede Menge Telefonbetrug. Ja, heute habe ich euch wieder einen mitgebracht, der felsenfester Meinung ist, dass sie bei der BaFin eingetragen sind. Ich ihm das allerdings widerlegen kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Ja, ich grüße Sie, Herr Bernd. Etwas ist in Leitung passiert. Hören Sie mich jetzt besser? Ja. Wunderbar. Freut mich sehr, dass es reichen konnte. Ich stelle mich nochmal vor, Marco Roth hier am Apparat von Sagat. Mhm. Und ich melde mich ganz rasch zu Ihnen, Herr Bernd, weil Sie haben ein bisschen ja in der Vergangenheit recherchiert über das Thema Bitcoins, Handel, Geld verdienen. Erinnern Sie sich? Ja. Okay, was ist in dem Sinne passiert? Haben Sie schon etwas getätigt? Nö, bis jetzt habe ich noch nichts gemacht. Okay, absolut kein Thema. Wir haben wollte Ihnen ein sehr gutes Produkt vorstellen. Mhm. Das ist die neueste vollautomatisierte Software, die es zurzeit auf dem Markt gibt, Herr Bernd. Ich wollte nachfragen, ob grundsätzlich Interesse vorhanden ist, sozusagen Geld zu verdienen. Nö, eigentlich nicht. Schauen Sie, aber Sie haben ja Interesse geäußert, korrekt? Ja, kann sein, irgendwann mal vielleicht, ja. Okay. Wie jung sind Sie eigentlich, Herr Bernd? Warum wollen Sie das wissen? Schauen Sie, das ist eine Routinefrage, weil ich kann schon von der Stimme her hören, dass Sie sozusagen mit beiden Beinen im Leben stehen und dass Sie sozusagen sicherlich ein Geschäftsmann sind, ja? Mhm. Weil wir haben ein super Angebot und wenn Ihnen das dann passt, wäre wunderbar für beide Seiten. Dann hätten wir beides was davon. Aha. Okay? Na dann erzähl mal. Okay, danke. Also, es handelt sich um die neueste Plattform, MT6. Also, wir haben das neueste vollautomatisierte Software hier bei uns. Das ist ein Algorithmus, das aufgrund Marktqualität arbeitet. Konkret Preisunterschiede. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Sie in die ganze Sache bewandert sind. Aber ich kann Ihnen schon mal eines sagen. Die Software arbeitet einwandfrei und ist sozusagen zeitsparend. Okay? Tja, das sind ja sehr tolle Versprechungen, die da machen kann. Dass er eine Software hat, die einwandfrei arbeitet. Mhm. Toll. Nur, sind wir uns da alle sicher, dass die einzige Software, die da funktioniert, ist deren Bankkonto. Und wenn ihr da euer Geld einzahlt, dann passiert nichts anderes, als dass das Geld weg ist. Also von dieser Firma, wie auch von allen anderen Firmen, die man hier auf diesem Kanal hört, sollte man tunlichst seine Finger lassen und möglichst sein Geld lieber aus dem Fenster werfen oder als Toilettenpapier benutzen oder anzünden, als da einzuzahlen. Denn wenn ihr euer Geld aus dem Fenster werft oder es anzündet oder es als Toilettenpapier verwendet, dann hat euer Geld tatsächlich noch einen sinnvollen Zweck erfüllt. Wenn ihr das da überweist, dann ist der einzige Zweck, dass sich irgendjemand anderes daran bereichert und ihr davon nicht mal was habt. Wenn ihr es aus dem Fenster schmeißt, ja, hattet ihr wenigstens dann noch den Erfolg, dabei zuzusehen, wie die Leute sich unten vielleicht ums Geld prügeln. Als Toilettenpapier, naja, vielleicht ein bisschen hart, aber naja, zum Anzünden geht's auf jeden Fall für den schönen Kamin zu Hause. Sieht auf jeden Fall auch schöner aus, als wenn man gar kein Geld mehr hat. Also, da müssen Sie nicht viel machen, aber Sie können das alles mit der App verfolgen, okay? Ja, und seit wann gibt es MT6? MT6 gibt es schon ein paar Wochen, aber wir haben das konkret hier bei uns im sozusagen im Angebot von letzter Woche. Tja, also mit MT6 meint er das Handelsprogramm MetaTrader.
Tja, allerdings gibt es den MetaTrader 4 und den MetaTrader 5. Das sind tatsächlich Programme, die man sich kaufen kann. Die sind auch nicht ganz billig. Und dann kann man die auf dem PC installieren zu Hause und kann dann damit handeln. Das ist dann eine vollautomatische Handelssoftware. Wobei, sie ist nur halb vollautomatisch, denn ihr wählt selbst aus, womit ihr handeln möchtet. Tragt dort die Daten ein und tragt dann für Stop-Loss zum Beispiel, also bevor ein Kurs fällt, ne, also stellt euch den Kurs von 1 bis 10 vor auf der Börse. Stimmt so absolut nicht, aber stellt euch das vor. Es wird immer mit Punkte gehandelt. Nun stellt euch vor, es gibt maximal 10 Punkte. Ihr befindet euch jetzt auf der Punktskala so bei 3. Der Kurs steigt und ihr müsst euch jetzt die steigende Linie vorstellen. Es steigt auf 4, 5, 6, es geht immer hoch. Und ihr tragt jetzt ein, wenn der Punktestand zum Beispiel unter 5 wieder fällt, wird sofort gestoppt. Das heißt, man hat ein kleines bisschen verloren, wenn der Kurs schon bei 6 war und fällt dann auf 5, stoppt halt das System automatisch. Also man gibt eben an, wann genau der fallende Kurs automatisch abgeschaltet wird, damit sofort alles verkauft wird, damit man nicht zu viel Verlust macht. Allerdings macht man dabei Verlust, nur eben nicht viel. Und so eine künstliche Intelligenz bzw. so ein eigentlich stumpfes automatisches Programm kann einen natürlich davor schützen, zu hohe Verluste zu machen. Allerdings muss man sich, um dieses Programm bedienen zu können, muss man wahnsinnig viel Ahnung haben. Denn einfach so davor setzen und ein paar Sachen da anklicken, funktioniert nicht. Dazu kommt noch, soweit ich weiß, gibt es dieses Programm auch nicht auf Deutsch, sondern nur auf Englisch. Ja, und dann ist der absolute Kracher, er redet hier von MetaTrader 6. Den gibt's gar nicht. Es gibt MetaTrader 4 und MetaTrader 5. MetaTrader 6, den gibt's noch gar nicht auf dem Markt. Und deswegen rufen wir die Kunden an, sozusagen die Firma mal Interesse geäußert haben, um diese neueste sozusagen Software anzubieten. Wie gesagt, haben viele Wissenschaftler daran gearbeitet, entwickelt und jetzt ist das sozusagen startklar. Mhm. Aber dass es nur den MT5 gibt, das ist bekannt. Schauen Sie, wir haben auch MT6. Das können Sie bei uns auf der Homepage-Seite nachprüfen. So, aber MT6 gibt es ja noch gar nicht. Deswegen sage ich Ihnen, Herr Bernd, das haben wir bei uns im Angebot und das können Sie auch nachprüfen. Und wie kann man das nachprüfen? Wenn ich Ihnen eine Mail sende, und da können Sie auf unsere Seite gehen und da können Sie alles sehen. Schwarz auf weiß. Und wie heißt die Seite? Okay, sind Sie denn jetzt zu Hause? Hm. Ja? Ja. Und benutzen Sie ein PC oder Laptop? Ich frage mich wirklich, was das überhaupt, was diese Frage eigentlich überhaupt soll. Die Frage, ob man einen PC oder einen Laptop oder meinetwegen ein Handy, ich bevorzuge ja das Wort Telekommunikationsendgerät, was man davon benutzt. Ja, was interessiert die das? Ich meine, Hauptsache ich kann deren Webseite aufrufen und deren bescheuerten E-Mails da empfangen. Ja, aber warum müssen die unbedingt wissen, was ich für ein Gerät habe? Was geht denen das eigentlich an? Ich meine, wenn ihr zur Bank geht und da Online-Banking beantragt, fragt auch keine Sau danach, worüber ihr das nachher benutzen wollt. Über die App oder über einen PC oder weiß ich nicht, ob ihr irgendwie aus dem Hubschrauber fliegend irgendwie eine neue Technologie entwickelt habt, worauf ihr das bedienen wollt. Das macht doch gar keinen Sinn. Also ich weiß gar nicht, was die damit wollen. Wollen die damit von irgendwas ablenken jedes Mal? Oder, weiß ich nicht, wollen ihre technische Ausstattung irgendwie abchecken? Keine Ahnung. Also, mir fällt da nichts zu ein. Aber die Fragen ist jedes Mal. Es gibt keinen Betrüger, der diese Frage nicht stellt. Und die ergibt eigentlich null Sinn. Ich habe einen Computer, aber das ist ja auch eigentlich egal, was man hat. Computer oder Laptop ist das Gleiche. Okay, ich frage nur nach, Routine halber. Okay, sagen Sie mir bitte, Sie wissen ja, dass man auch eine Summe sozusagen investieren muss, ja? Nö. Woher soll ich das machen? Ist sozusagen ein Transfer von Konto A auf Konto B. Mhm. Ja, und weiter? 250 € ist der Mindestbetrag, ja, aber Ihr Geld bleibt Ihr Geld. Mhm. Was? Ja, ja. Okay, was haben Sie, Kreditkarte oder Online-Banking? Ich habe eine Kreditkarte, ja. Okay, wäre das von Visa oder Master? Eine Dong Zhuang. Was, Entschuldigung? Eine Dong Zhuang. Eine ganz neue? Eine Dong Zhuang.
Okay, Visa oder Mastercard? Ja, eine Dong Zwang. Keine Visa, keine Master, eine Dong Zwang. Und wer von euch eine Dongzwang-Card beantragen möchte, die gibt es hier auf YouTube tatsächlich zu beantragen, und zwar bei dem YouTube-Kanal Callcenter Terrorist. Okay, und haben Sie Online-Banking? Nö. Home-Banking, nutzen Sie das? Mhm. Also Sie haben keine Karte und kein Online-Banking, ja? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe kein Online-Banking und ich habe eine Dongzwang-Kreditkarte. Okay, aber leider mit dieser Karte arbeiten wir nicht. Warum nicht? Wir präferieren nur Visa und Master. Ja, aber so. Warum? Okay, das kann ich für Sie einrichten, wenn es sein soll. Dann werde ich Ihnen jetzt sozusagen die Daten schicken, okay? Was sind für Daten? Alles klar. Ich frage den Typen warum und naja, er macht einfach weiter in seinem Skript. Und es interessiert überhaupt gar nicht, dass da eine Frage gestellt wurde. Das ist wieder ein toller Hinweis dafür, dass der eigentlich gar kein Deutsch so richtig kann und mehr oder weniger nur von seinem schönen Zettel da abliest. Eine Mail, wo Sie alles sehen können. An welche E-Mail-Adresse denn? Wir haben hier eine E-Mail-Adresse in Ihrem System. Mhm. Jetzt werde ich Ihnen das abschicken. Ja, und an welche E-Mail-Adresse wollt ihr das jetzt schicken? Jetzt werde ich Ihnen sagen, aus Sicherheitsgründen kann ich die E-Mail-Adresse einfach nicht sehen. Eine ja, dann Sekunde, kann ich jetzt dir werde aber ich auch nicht sagen, in welches Postfach ich gucken muss. Hallo, kommt da jetzt noch was oder habt ihr jetzt keine Lust mehr? Ja. Nein, die Lust ist sozusagen jedenfalls da. Aber auf welche E-Mail-Adresse, mit welcher E-Mail-Adresse wollen Sie das machen? Ja, mit die, die ihr da habt. Okay, jetzt werden wir absenden. Aber aus Sicherheitsgründen kann ich diese E-Mail-Adresse nicht sehen. Schauen Sie mal in Ihrem sozusagen Posteingang. Posteingang? Dann soll ich jetzt echt runtergehen? Aber so schnell kann doch das ja, gar nicht im Posteingang sein. Also wir haben die E-Mail-Adresse bernd.hockele@mdccfun.de. Ich dachte, ihr seht das da nicht aus Sicherheitsgründen. Das sind aber komische Sicherheitsgründe, wenn man es dann doch sehen kann. Na Mensch, er erzählt mir hier von Datenschutz und Sicherheitsgründe und deswegen kann er die E-Mail-Adresse nicht im Voraus sehen. Und dann liest er sie mir schnurstracks vor. Also was ist das? Also irgendwie, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie der auf sowas kommt. Erzählt mir was von irgendwelchen Sicherheitsvorschriften und dann kann er es doch sehen. Also unfassbar. Aber damit wollen die euch einfach nur irgendwie, ja, Vertrauen an der Backe nageln. Tja, das sollte man aber tatsächlich bei solchen Callcentern in keinem Fall haben. Jetzt konnte ich sozusagen, habe ich die Finanzabteilung nachgefragt. Aha. Und wo waren jetzt das mit den Sicherheitsgründen? Irgendwie widersprecht ihr euch da selbst. Schauen Sie, ich kann nachfragen, wenn der Kunde das sozusagen haben möchte. Ja. Genau, also es gibt Sicherheitsvorschriften, dass er was nicht sehen kann, aber wenn der Kunde sagt, ja, guck da mal rein, dann darf er das oder was. Und wann hat er mich nochmal genau legitimiert, dass ich auch ich bin und er denn dazu auch die Berechtigung hat, da reinzugucken? Also mal angehen, also mal sowieso, darf, es ist eh Blödsinn, ne? Also eine E-Mail-Adresse nicht zu sehen, die steht in jeder Firma einfach irgendwie offen, gleich oben auf der Startseite von eurem Kundenprofil. Also kompletter Bullshit. Tja. Und vor allem, wann hat er denn genau nachgefragt? Er hat ja die ganze Zeit mit mir telefoniert und geredet und er ist nicht weggegangen. Tja, hat er jetzt irgendwie einen Gedanken nachgefragt oder tja, irgendwie passt da alles vorne und hinten überhaupt nicht zusammen. Deswegen. Na gut, dann soll ich jetzt da in mein E-Mail-Fach reingucken? Genau. Schon geschickt, die E-Mail? Die E-Mail wird jetzt abgesendet in 2 Sekunden. Die Kollegin wird das machen, die Frau Lena Kurz hat Ihnen das geschickt. Die Kollegin Frau Lena, sehr interessant. Also kann man hier auch schon wieder davon ausgehen, dass da schon wieder jemand im Hintergrund zuhört. Weil wie sollte das eine Kollegin schicken? Oder tauschen die ihre E-Mail-Konten da miteinander aus? Und jeder kann jedes Konto mal benutzen. Was soll das eigentlich? Warum schickt er nicht von seinem Postfach was?
Tja, das sind alles wieder so Sachen, die euch hier in Deutschland nicht passieren würden. Wenn ihr da bei einer Bank seid, dann kann nicht eine Kollegin einfach euch irgendwie eine E-Mail schicken. Das also hat ja mit Datenschutz ja noch nichts mehr zu tun. Ne? Also wenn, dann darf euch nur der Berater auch irgendwie per E-Mail befummeln, mit dem ihr auch gerade gesprochen habt. Aber nicht irgendwelche fremden Leute über deren Konten. Das spricht auf jeden Fall wieder dafür, dass Datensicherheit da, das ist ein Wort, was die gar nicht aussprechen können. Tja, also mit Datenschutz hat das alles hier nichts zu tun. Naja, aber wo eure Kohle nachher landet und vor allem, wenn ihr da vielleicht noch einen Personalausweis oder sowas hingeschickt habt, was damit passiert, ich denke mal, das sollte klar sein. Identitätendiebstahl wird hier wohl ganz groß geschrieben. Also ist jetzt schon versendet, die E-Mail. Nein, nicht von der Frau Lena. Na, ist die jetzt schon versendet oder nicht? Ja, versendet ist das. Naja, siehst du, das war doch die Frage. Wenn es da ist, sagen Sie mir Bescheid. Dieses komische Gepiepe, was ihr da übrigens im Hintergrund hört, sind die Reste der Musik, die naja, sich haben nicht wegfiltern lassen, da sonst seine Stimme nicht mehr zu hören war. Das Problem ist, man kriegt viel Musik rausgefiltert, allerdings wird dann die Gesamtsoundqualität auch logischerweise schlechter, da die Höhen und Tiefen und Tonfrequenzen natürlich auch in der Stimme vorhanden sind. Und alles, was ihr von der Musik wegballert, naja, da bleibt dann eben auch nicht mehr viel übrig. Und genau deswegen hört man jetzt hier noch diese tollen Hintergrundgeräusche. Zumindest haben wir so keine Probleme mit dem Copyright. So. Ist das da? Ja. Schauen Sie mal im Spam. Hier ist auch nichts drin. Okay. Laden Sie die Seite neu ein. Hä? Was? Laden Sie die Seite neu ein, sozusagen. Neu einladen? Wohin soll ich sie denn einladen? Nicht einladen, sondern die Seite refreshen, sozusagen. So, wie hieß der jetzt der Absender? Wer hat die Nachricht verschickt? Die Frau Lena Kurz. Ah ja, sowas habe ich hier stehen, ja. Okay, gehen Sie da rein. Jo. Und den Link. Und was noch. Sehen Sie jetzt? Das lädt noch. Dauert hier. Okay, kein Thema. So, jetzt ist da so ein unseriöses Krypto-Wallet, ja. Wie meinen Sie unseriös? Schauen Sie, wir sind lizenziert. Die Seite ist ja, 100% ja. Sicher. Nee, jetzt nicht, weil ich soll hier Geld auf einen Krypto-Wallet aufladen. Das ist doch nicht sicher, das ist doch Verarsche. Was soll denn der Scheiß? Nein. Natürlich. Nein. Ach, erzähl mir keine Märchen. Nein. Ihr seid Betrüger, wie alle anderen. Wer Betrüger? Na, schauen ihr. Sie, das ist jetzt nicht wert von Ihnen, Herr Bernd, weil Sie wissen ja nicht, wie gesagt, wie alles funktioniert. Doch, ich weiß habe nicht. Noch nicht. Das ist alles ein Krypto-Wallet, da soll ich mein Geld aufladen auf so ein scheiß ausländisches Krypto-Wallet. Nein. Und dann ist die Kohle weg. Nein. Nee? Wie denn? Nein. Ich werde Ihnen erklären, wie das funktioniert. Ach so, Sie machen nur einen Transfer. Ein aber hier, Transfer steht, hier steht aber, dass meine Sitzung abgelaufen ist auf Englisch, auch wenn ich hier auf Deutsch klicke. Hier steht, your session has timed out. Please open the page again. Und wenn ich das mache, dann kommt da auch nichts. Also euer... Keine Sorgen, die Sitzung ist nicht abgelaufen. Stimmt, Sie werden das jetzt sehen. Jo, dann mach mal. Laden Sie die Seite neu ein und dann werden Sie sehen. Jo, mach. Okay. Und nun? Kommt nichts. Was sehen Sie jetzt? Nichts. Und was sehen Sie jetzt? Immer noch nichts. Wie meinen Sie, Sie sehen nichts? Sehen Sie den Link? Ja, ich habe da drauf gedrückt, da passiert aber nichts. Okay, wie kann da nichts passieren? Müssen Sie da etwas eingeben? Ja, habe ich doch schon erzählt. Your session is timed out. Meine Güte, der ist aber echt schwer vom Begriff. Der kapiert nicht mal, dass seine eigene Webseite wieder mal, wie immer, nicht so richtig funktioniert. Ja, weil im Grunde genommen sind es riesengroße Demo-Attrappen.
die einfach nur irgendwie hingeklatscht und hingerotzt sind, damit man da denkt, dass man da vernünftig Geld einzahlt. Aber naja, wenn man dann einfach nur mal, es ist wie überall. Sobald ihr mal die Türen von hinter den Kulissen aufmacht, ja, dann fehlt die Farbe an den Wänden. Und man sieht direkt das Mauerwerk. So kann man sich das in etwa vorstellen. Ist in jedem Theater so. Vorne fui und hinten hui. Oder umgekehrt. Aber so ist es einfach hier auch. Die versuchen einfach nur irgendwie, ja, seriös und professionell zu wirken, aber dabei machen sie sich eigentlich nur zum Klops, wenn man da mal um drei Ecken guckt. Okay, sehen Sie da noch etwas? Nein. Neben dem? Wenn Sie ein bisschen nach unten scrollen? Da kann man nicht scrollen, da ist nichts zum Scrollen. Okay, wir werden Ihnen jetzt nochmal die Mail versenden, okay? Mhm. Ja, aber der Bums hat ja schon vorhin bei einem anderen Betrüger auch nicht funktioniert. Schauen Sie, Herr Bernd, entschuldigen Sie jetzt, dass ich reingrätschen muss. Aber wir sind ein seriöses Unternehmen, ein lizenziertes Unternehmen. Oh ja, Lizenz. Warte mal, Lizenz ist ein gutes Stichwort. Bei wem seid ihr lizenziert? Bei der deutschen BaFin. Bei der österreichischen. Warte. BaFin.de. So, genau. Dann sag mal die Nummer. Unsere Kundennummer. Bei der BaFin, ja. Schauen Sie, das darf ich Ihnen nicht sagen. Natürlich, das ist sogar Pflicht, dass ihr mir das sagen müsst. Ah ja, also er darf mir die Lizenznummer nicht nennen. Was für ein bescheuerter Quatsch. Die Lizenznummer ist sogar extra dafür da, damit die Firmen diese eben überall angeben müssen, verpflichtend, ob die wollen oder nicht. Das muss auf jedem Papier draufstehen, auf jeder Rechnung, die ihr bekommt. Auf jedem Dokument muss die unten im Fuß drin stehen, auf jeder Webseite muss die drauf sein. Und er darf sie mir nicht geben? Also, hat er einen kompletten Dachschaden? Also irgendwas scheint in seiner Welt völlig gegen den Baum zu laufen. Das können Sie auf der Seite sehen. Naja, dann kannst du mir das ja auch sagen. Schauen Sie, ich bin nur hier Kundenbetreuer. Also, na, jetzt gesagt. Fällt der Betrug doch auf, weil er mir die Nummer nicht sagen kann, siehste? Doch, Betrüger. Also ich bitte Sie, Herr Bern. Naja, wenn Sie mich bitten wollen, dann sagen Sie mir doch die Nummer, dann haben wir doch das, dann haben wir doch die Frage jetzt gelöst, ob ihr Betrüger seid oder nicht, wenn du mir die Nummer geben kannst. Wenn du mir die nicht geben kannst, ja, dann wissen wir, was du bist. Herr Bern, eine Frage jetzt. Jo. Guck doch mal die Fische. Ja, wo ist denn jetzt die Frage? Ja. Sagen Sie mir bitte, ist Ihre sozusagen, sind Sie interessiert in dem Produkt, ja oder ja? Was hat jetzt die Frage, ob ich an dem Produkt, was nicht existiert, interessiert bin, mit der BaFin zu tun? Also wenn ich jetzt, Also wenn ich jetzt zu meiner Bank gehe und frage, wo die reguliert sind, dann fragen die mich doch nicht, ob ich überhaupt noch interessiert bin. Also irgendwie weiß der nicht, wie der Markt funktioniert, will aber gleichzeitig irgendein Kundenbetreuer sein. Ist ja höchst interessant. Das ist ja keine Frage, das ist ja schon die Antwort zur Frage. Aber egal. Die Antwort habe ich Ihnen gegeben. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt gerne mal die Nummer von der BaFin, also eure Kundennummer bei der BaFin. Also es gibt ja eine Registration ID und die kannst du mir sagen müssen. Absolut. Jo, und dann sag mal. Okay. Okay, eine Sekunde. Jetzt kommt bestimmt der Moment, wo du gleich auflegst. Nein. Nein? Machen die meisten aber. Man kann ja bei der BaFin, kann man ja suchen nach eurer Regulation ID. Und wenn die da nicht drin steht, dann steht die da nicht drin. Okay, die Nummer geht so. Schreiben Sie auf. 468. 468, ja. 7910. 7910. So, gucken wir mal. Suchergebnisse. Tja, keine Suchergebnisse, also keine Ergebnisse gefunden. Tja. Ja, das ist die Nummer. Habt ihr euch wohl ausgedacht, ne? Weil die BaFin kennt eure Nummer nicht. Die BaFin kennt unsere Nummer, weil wir sind eines der größten Kunden. Ja gut, ich hätte ja die jetzt... größte Partner. Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt gerade live hier am Telefon, habe ich die Nummer in dem Suchfeld von der BaFin eingegeben, ob ihr ein wirklich registriertes Unternehmen seid. Und die BaFin sagt nein. Ja.
So ganz vom Prinzip her geht das sogar einfacher. Im Grunde genommen müsst ihr nur die Nummer bei Google eingeben und dann kriegt ihr schon alles dazu ausgespuckt, was es zu dieser Nummer auf Google zu finden gibt. Sicherlich kommen da auch andere Sachen bei raus, aber wenn auf der ersten Google-Seite dann irgendwo was mit der BaFin oder einem anderen Lizenzunternehmen zu finden wäre, dann wüsste man, tja, irgendwo sind sie denn schon reguliert. Dann kann man, wenn man die Sprachen denn dementsprechend kann, kann man vielleicht auch noch erlesen, wo das alles stattfindet. Naja, aber wenn man die Nummer jetzt hier auf Google eingibt, dann kommt lauter Blödsinn, aber nicht, dass das irgendwie eine Registration oder Regulation-ID wäre. Es ist einfach nur eine ausgedachte Nummer, mehr nicht. Ah, so ist das also. Jo, kann man ja live überprüfen, ja, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist. Absolut, absolut, absolut. Ich habe Angst. Frage jetzt. Ist die Interesse vorhanden? An einem seriösen Unternehmen schon, aber ihr seid ja Betrüger. Aber schauen Sie, das ist jetzt nicht nett. Also das ist jetzt wirklich nicht nett von Ihnen. Oh, das tut mir leid. Aber letztendlich habt ihr mir ja jetzt nicht beweisen können, dass ihr keine Betrüger seid. Ich habe ja nach der Nummer gefragt. Ich habe Ihnen die Nummer gegeben. Ja, aber die stimmt ja nicht. Hab ja gerade bei der BaFin eingegeben. Die stimmt. Naja, aber wenn mir die BaFin jetzt gerade selbst sagt, nein, die Nummer existiert nicht, dann ist die Nummer wohl falsch. Oder ihr seid Betrüger. Okay, Herr Bernd. Jo. Wir wollen weitergehen. Wir wollen weiter verbleiben. Naja, wie wär's denn mal, wenn ihr euch einen vernünftigen Job sucht und bei einem wirklichen echten Unternehmen anfangt zu arbeiten? Ich meine, tut ja nicht weh. Warum muss man mit Betrügen sein Geld verdienen? Warum beklaut ihr die Leute? Ich meine hier aber alleine über dieses SecurePay, alleine dieses SecurePay 3D ist doch hier schon so ein linkes Ding. Ich kann mir tatsächlich nicht mal vorstellen, dass die in diesem Callcenter, also die, die mit euch da am Telefon reden und quatschen und lauter Blödsinn erzählen und sich die Märchen ausdenken oder zumindest ablesen und versuchen euch irgendwie auf gebroken Kakerlakdeutsch Wortkotze rauszubrechen. Ich glaube, die werden auf jeden Fall am allerwenigsten an der Kette verdienen. Ja, und so viel mehr wird's auch nicht sein. Vielleicht kann es in dem Land der Standard sein, dass der höher ist, was man denn da finanziell ausgezahlt bekommt. Ja, aber wenn sie sich ein bisschen auf den Arsch setzen würden und würden mal die Denkmurmel oben anschmeißen, ja, dann würde der Rubel vielleicht auch rollen, ne? Aber, tja, das sind halt eben Leute, die sonst nichts gebacken kriegen, die du eigentlich nicht mal auf der Straße anfassen würdest. Ich stelle mir auch vor, hast du gehört, das sind auch genau die Leute, die sich dann irgendwelche kaputten Sachen anziehen und vor Weihnachten vor die Einkaufszentren stellen oder im schlimmsten Fall euch noch im Einkaufszentrum belästigen und fragen, ob man mal ein paar Cent hat für einen Zug. Na, also genau die sind es. Und die Maschen kennt man ja schon. Ne? Also letztendlich, die machen nichts anderes, als euch zu verarschen. Und irgendwas gerissen in ihrem Leben kriegen sie scheinbar auch nicht. Und dementsprechend müssen sie so einen Job machen und so tun. Oder ja, zumindest damit angeben, dass sie angeblich irgendwie mehr verdienen würden. Ja, aber im Grunde genommen sind es eigentlich nur die kleinsten Leuchten. Und das gleich im doppelten Sinne. Betrieblichen sowie geistigen. Ja, Bernd, das ist wirklich, wirklich nicht nett. Also schauen Sie, für diese Sache jetzt. Jo. Also glauben Sie mir, ich bin jetzt wirklich sehr sauer. Ja. Oh nein, das tut mir aber leid. Der Betrüger ist jetzt wirklich sauer, weil ich einen Betrüger genannt habe. Na ja, Entschuldigung, sage ich halt das nächste Mal Abzocker. Oh Mann, also, ich verstehe das nicht. Abzocker und Betrüger tatsächlich Gefühle? Oder, weil eigentlich interessiert die ja auch nicht, wie es den Menschen danach geht, wenn sie abgezockt haben. Ich hab's euch schon immer wieder gesagt und ich beantworte das ja auch so in den Kommentaren. Natürlich ist es dumm, wenn man auf sowas reinfällt. Aber es gibt nun mal dumme Menschen. Und auch Menschen, die vielleicht nicht dumm sind, aber vielleicht einfach gerade einen dummen Moment haben. Da kann es ganz, ganz viel geben. Natürlich könnte man jetzt pauschal sagen, ich habe kein Mitleid mit den Opfern, selber schuld. Ja, aber es gibt einfach benachteiligte Menschen, die eben alleine sein können und dürfen. Aber naja, für manche Sachen reicht's halt eben nicht. Und man kann nicht pauschal auf alle Menschen aufpassen, die eventuell vielleicht eine kleine geistige Benachteiligung haben. Also es gibt ja auch Behindertenausweise für Menschen. Es gibt Menschen in Behindertenwerkstätten, denen du das nicht anmerkst, dass die behindert sind und die vielleicht auch sogar ein eigenes Leben führen.
Und auch ein selbstständiges Leben. Naja, und wenn die angerufen werden, dann passt da halt nicht unbedingt jemand auf. Und selbst wenn, die besitzen alle ein Handy. Und die haben auch alle ein Bankkonto, wo die zumindest auch drauf zugreifen können. Selbst wenn man einen Betreuer hat, ist das noch immer keine Absicherung gegen Betrug. Wenn das Opfer erstmal Geld überwiesen hat, dann nützt euch ein Betreuer nichts. Weil wenn das Opfer das Geld überweist und hatte zwar vielleicht nicht die wirkliche Berechtigung dazu oder der Betreuer sagt in dem Nachhinein nein, ja, dann könnte man den Telefonvertrag auch ewig im Nachgang noch stornieren. Naja, aber bei betrogenem Geld, was weg ist, das bleibt weg. Was weg ist, kriegt ihr nicht mehr zurück. Naja, und das ist halt eben der Unterschied. Und genau deswegen machen wir den ganzen Bums hier. Also ich hätte gerne hier mal ein Unternehmen, was hier mal ernsthaft anruft und mal davon überzeugt, dass es keine Betrüger sind. Aber weißt du, was passiert? Es rufen nur Betrüger an. Nur. Also wirklich 100% nur. Okay, Herr Bernd. Schauen Sie, dann sind Sie keinesfalls der richtige Kunde für mein Unternehmen. Naja, ich würde eher sagen, ich bin keine leichte Beute und kein Opfer für euer Unternehmen. Weil Unternehmen würde ich es eigentlich auch nicht betiteln. Weil, tja, was will man von einer Betrügerfirma halten? Eigentlich könnte man das kriminelle Bande nennen. Schauen Sie, für das können Sie eine Anzeige kriegen, das ist jetzt Schlechtredung. Oh ja, und, dann, ja bitte, ich bitte drum, zeig mich an. Dann, wenn ich von dir eine Anzeige bekomme, dann habe ich deine echte Adresse. Okay. Sehr schlau, ne? Das ist ein sehr gutes Buch, ganz sicherlich. Nein, seid ihr nicht. Ja, danke. Ihr seid danke, widerliche Betrüger. Danke. Widerlich. Oh Mann, also auf den Tag, dass mich mal ein Betrüger anzeigt, auf den warte ich bis heute noch. Naja, ich meine, gut, mache ich ja noch nicht lange und Anzeigen dauern ja so ihre Weile, aber ich habe auch von keinem anderen Scambaiter irgendwie was in der Richtung gehört. Ist ja auch ganz logisch, weil wenn die mich anzeigen sollten, also erstmal müssten die mich in ihrem Land anzeigen und könnten mich ja nicht in Deutschland anzeigen und naja, so, und ausländische Strafverfolgung wegen, selbst wenn ich die schlimmsten Beleidigungen sagen würde, über die Landesgrenzen dürfte sich das wohl verflüchtigen. Davon mal abgesehen. Bei kriminellen, bandenmäßigen Betrug arbeiten auch die Behörden landesübergreifend. Dauert halt sehr lange, weil du musst erstmal das Land auch überzeugen, dass die da Betrug machen und jede Menge Beweise und Belege vorführen, dass die dein Land terrorisieren. Logisch, das braucht ganz viel Arbeit. Und das ist es auch. Die Betrüger, die mit dem wir hier sprechen, der könnte schon lange bei der Polizei tatsächlich auffällig sein. Wir wissen es nur alle noch nicht und er am wenigsten. Irgendwann ist dann der Tag soweit, wo sie das Callcenter mal stürmen werden und dann nehmen sie aber auch alle fest. Nicht nur die großen Köpfe. Die ganz großen Köpfe wird man wahrscheinlich eh nicht kriegen, weil die nicht so doof sind und da noch nebendran sitzen. Aber alle, die da in diesem Callcenter sind, die werden erstmal definitiv mitgenommen, weil es ist bandenmäßiger Betrug. Das ist höchst strafbar und das nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und letztendlich verursachen die ja Schaden bei uns. Naja, und der Schaden, den kann keiner mehr ausgleichen. Also dementsprechend landen sie alle im Knast wegen bandenmäßigem Betrug oder Beihilfe zum bandenmäßigen Betrug. Naja, also ich bin jetzt kein Anwalt und kenne mich mit dem Recht jetzt auch nicht so im Detail aus, dass ich euch da irgendwie eine Lehrstunde geben kann, wie das Ganze genau funktioniert, aber das ist das, was man so grob weiß und naja, da ist auch viel Eigengedanke mit dazu, wie das Ganze so funktionieren wird. Ich recherchiere aber auch sehr viel im Internet, schon allein aufgrund der Infovideos, die hier immer sonntags kommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es wieder nur ein kurzes war. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, wenn ja, wenn nicht, dann natürlich auch den Daumen nach unten drücken. Dann weiß ich, dass ich irgendwas verändern muss. In den Kommentaren ist mir immer ganz wichtig, dass ihr schreibt, was ihr darüber denkt. Vielleicht auch, was man verbessern kann. Auch wenn ich ja größtenteils straight das Programm durchziehe, so wie ich es geplant habe. Aber die Verbesserungsvorschläge und alles, was ihr da so schreibt, das hilft natürlich immer sehr, sehr viel weiter. Ich kann natürlich nicht immer alles berücksichtigen, ist ganz logisch. Auch eure tollen Vorschläge zu Namen oder wie auch immer. Ich schreibe mir aber in der Tat tatsächlich alles auf, was ihr da so reinschreibt und schaue dann, was eben auch sehr gewichtet, was man wirklich mal verändern müsste, damit das Ganze hier eben auch funktioniert. Denn unterm Strich muss euch der ganze Kram hier natürlich auch gefallen. Nicht nur mir Spaß machen, sondern euch auch gefallen, weil wenn es keinem gefällt, ja, für wen mache ich es dann? Ne? Ist ja ganz logisch. Ja, abonniert gerne meinen Kanal. Jetzt sind wir ja beim Thema gefallen. Wenn euch der ganze Bums hier gefällt, natürlich mit Glocke, dann gibt es auch jedes Mal eine Info, wenn neuer Bums da ist. Ja, und jetzt seht ihr noch jede Menge weiteren Bums hier in der Playlist. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.